Ja, danke für die Einladung. Ich stelle mich kurz vor. Dieter Schöffmann ist mein Name. Ist etwas ungewohnt, sich so laut zu hören. Mein Thema ist Lernen in fremden Welten, Personalentwicklung durch Engagement. Ich bin Geschäftsführer von Visavi Agentur für Kommunikation. Es hat viele Jahre gedauert, bis es gelungen ist, zu beschreiben, was diese Agentur macht. Ein Freund aus der Schweiz hat mich dann irgendwann aufgeklärt, wir seien Unikatproduzenten, weil wir Projekte entwickeln, die sich nicht skalieren lassen, dazu Unterschiedliches zusammenbringen. Auf jeden Fall vom Selbstverständnis her sind wir eine Kommunikations- und Entwicklungsagentur für wirksame Maßnahmen in der Gesellschaft, verbinden Marketing, Kommunikations-, PR-Know-how mit Expertise im Bereich Bürgerengagement, Bürgergesellschaft, sind also auch in den Fachdiskussionen in Deutschland zu diesem Thema unterwegs, beraten Unternehmen in ihrem gesellschaftlichen Engagement, aber auch gemeinnützige Organisationen, wenn es um Kampagnen geht, wie gewinnen wir Ehrenamtliche und vielleicht müssten wir aber erst bei uns selbst anfangen, freiwillige Management, das sind viele Themen. Und wie sich das für eine Agentur gehört und einen Inhaber, der in diesem Feld unterwegs ist, gibt es immer ein eigenes gesellschaftliches Engagement. Was dann aus praktischen Gründen irgendwann mal gebündelt wurde in einen Verein, den wir gegründet haben, 3W-Institut für Bürgergesellschaft, Träger von zwei Initiativen, einmal dieser Initiative Personalentwicklung durch Engagement, ein anderes gemeinsam wirken, wo es darum geht, Probleme im Gemeinwesen durch Kooperationen, Netzwerken zu lösen und da Impulse zuzugeben. Ist für Berater, für Sie vielleicht interessant. Es hat sich herausgestellt, dass manche, die Geld haben, das Geld aber nicht gewerblichen Agenturen geben, aber einem gemeinnützigen Verein und darauf bestehen, aber dass das Know-how aus der Agentur doch bitte irgendwie da reinfließt. Also man kann auf beiden Seiten auch finanziell etwas tun. Lernen in fremden Welten, Personalentwicklung durch Engagement. Zusammengefasst geht es im Grunde um eine wirksame Methodik in der Personalentwicklung, die die Möglichkeiten des gemeinnützigen Sektors, die Andersartigkeiten nutzt, für Lernerfahrungen von Fachkräften, auszubildenden Führungskräften. Als Agentur bin ich da schon über 10 Jahre mit befasst, Studiengruppen gemacht mit Kollegen aus Unternehmen. Als 3WIN oder das Bundes- und Arbeits- und Sozialministerium in Deutschland hat so eine Kampagne aufgelegt, Corporate Social Responsibility im Mittelstand. Da haben wir das eingereicht, sagten, gewerblich geht nicht, stand zwar was in Ausschreibungsbedingungen, es ginge, geht nicht, gemeinnützig geht. Jetzt ist 3WIN Träger von Personalentwicklung durch Engagement mit einer 3-Jahres-Förderung des Arbeits- und Sozialministeriums mit dem Fokus mittelständische Unternehmen, Personalern doch dieses Thema nahezubringen, was sicher nochmal eine andere Herausforderung ist als bei Großunternehmen. Das vielleicht nochmal so zusammenfassend als Kontext. Ich möchte beginnen, aufgehängt an der Untersuchung der Deutschen Gesellschaft für Personalentwicklung, einige Herausforderungen, die herausgefunden haben, in Relation zu setzen, wo kann dieser Ansatz des Lernens in fremden Welten funktionieren, um dann mehr ins Detail zu gehen, wie funktioniert das. Und dann können wir in die Diskussion kommen, und bis hin, da das ja hier eher ein Beraterkreis ist, gerne auch in der Diskussion, wie kann ich dann als Berater Engagement für Dienstleistungsentwicklung, Kundenakquise und anderes nutzen, gehe ich auch gerne darauf ein. Die Herausforderung, Gesellschaft für Personalentwicklung, die Quelle finden Sie dann in Folien, ich schicke das ja auch, hat festgestellt, was sind so die Herausforderungen im Personalmanagement, das Engagement der Mitarbeiter fördern, erhalten, strategische Mitarbeitergruppen binden, Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber finden, Führungskräfte, Entwicklung systematisch betreiben. Weiteres, aber das sind zum Beispiel 4 Felder, wo Personalentwicklung durch Engagement eine Rolle spielen kann. Zum Beispiel, wenn es darum geht, das Mitarbeiterengagement, die Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu halten, gibt es gewisse Zusammenhänge damit, ob ein Unternehmen zum Beispiel offen ist für das ehrenamtliche Engagement der Mitarbeiter in der Freizeit. Aber auch,
Wenn es im Unternehmen nicht die passenden Herausforderungen gibt, ihnen die Chance zu geben, in einem Engagementprojekt sich einer Herausforderung, sagen wir, einer Marketingherausforderung eines Wohlfahrtsverbandes zu widmen. Schon mal als Vorgriff, der Unterschied zu Planspielen ist, dass es hier um was Reales geht, hochsinnaufgeladen, hochkomplex, vollkommen anders funktioniert und trotzdem eine harte Aufgabe. Mitarbeiterbindung, zum Beispiel Rabobank, auch im Kontext mit Gesundheit, hat mal in einem Vortrag gesagt, wir führen den um 1,5 Prozentpunkte, glaube ich, war es, geringeren Krankenstand bei uns im Branchenvergleich darauf zurück, dass wir ein sehr intensives Programm haben der Förderung, Einbindung von Mitarbeitern ins Engagement. Das macht zufriedener. Es gibt Untersuchungen, dass Bürgerengagement die Gesundheit fördert, ne? Das ist ausgeglichener. Attraktive Arbeitgeber. Es spricht sich rum, wie offen ein Unternehmen auch für Engagement ist und wenn das auch in Personalentwicklung eingebunden wird. Jemand hat mal für seine Masterarbeit Studierende befragt, Stellenanzeigen nebeneinander gelegt, die sich unterschieden in dem versprochenen Entgelt und in dem Profil des Unternehmens als gesellschaftlich engagiertes Unternehmen. Die Studierenden wussten nicht, was Ziel dieser Untersuchung war. Und es stellte sich aber heraus, dass, sag mal, die Gehaltsanforderungen geringer waren, wenn das Unternehmen sehr profiliert war im gesellschaftlichen Engagement. Führungskräfteentwicklung systematisch betreiben. Ne, wenn zum Beispiel, das war gerade ein Thema, ein großes im Finanzbereich, ein Unternehmen, Konzern mit verschiedenen Konzerngesellschaften, die sagten, F1-Ebene soll fit gemacht werden für Vorstandsaufgaben. Da gibt es immer einen Management-Campus, lange Prozess. Man stellt aber fest, am Ende hohe Begeisterung, ein halbes bis ein Jahr später vieles vergessen. Da war die Idee, kann man so Themen wie Change Management, ein Teil der Organisationsentwicklung, Management in komplexen Situationen auch anders lernen als im Seminar. Sagt, ja, geht. Ne, da gibt es genügend Wohlfahrtsorganisationen, andere, die genau solches Thema brauchen. Also man kann, wenn man sich an diesen Herausforderungen abarbeitet, viele Zugänge finden, wo man sagen kann, da leistet die Öffnung für Lernprojekte aus einem ganz anderen Bereich einen wichtigen Beitrag. Genauso bei den Megatrends, die festgestellt wurden, demografischer Wandel, Wertewandel, Digitalisierung, Globalisierung, ist vor allem in diesen ersten beiden Bereichen, glaube ich, ein starker Beitrag dieses Ansatzes bis hin in den weiteren Trends kann man zumindest auch Ideen einbringen. Wir haben zum Beispiel im Bereich demografischer Wandel, Gesundheitsmanagement, also das geht vielleicht über Personalentwicklung hinaus, aber wenn man sieht, dass es Zusammenhänge gibt zwischen Engagement auch in der Freizeit, in der Privatzeit und Gesundheit und Zufriedenheit, psychische Gesundheit, kann es ein nützliches Investment sein, zu sagen, auch das Engagement der Mitarbeiter zu fördern, was nicht im engeren Sinne Personalentwicklung wäre. Employer Branding, ich habe es schon angesprochen, lebenslanges Lernen fördern. Wie viele Herausforderungen habe ich im Unternehmen? Oder das sagte mal jemand, der Outplacements machte im größeren Stil für eine Landesbank. Da sind Leute, die waren früher hochtalentiert oder gut talentiert. Nach 20 Jahren Schalterdienst in dieser Bank waren die ziemlich eingeengt in ihren Möglichkeiten. So welche, ich kann aber nicht einfach dem jetzt in der Bank, zumal sie outgesourced werden, outgeplaced werden sollten, wie können die jetzt was lernen? Sie können ihre Talente, wenn sie in anderen Zusammenhängen gefordert werden, wiederentdecken oder auch neu entdecken. Wissensmanagement, wenn es um Übergänge geht, kann es zumindest einen Impuls geben, wenn man sagt, junge und alte Mitarbeiter zum Beispiel bilden gemeinsame Teams, um ein Problem aus dem Gemeinwesen zu lösen und dabei in den Dialog kommen und damit auch Lebenserfahrung, Know-how unterschiedlicherweise auszutauschen, was auch fürs Unternehmen nützlich ist. Retention Management,
Bindung, Zufriedenheit mit dem Unternehmen hat auch was damit zu tun, wie ist der Wertekanon im Unternehmen, wie wird akzeptiert, dass ich auch ein Freizeitengagement habe, wie ist die Kultur in diesem Unternehmen. Also bis hin, sagte mal jemand, eine Auszubildende, als sie gesucht hat, wo sie sich bewirbt, hat sie dann einen Handwerksbetrieb ausgewählt, der auch so einen Verein gegründet hat, die praktisch auf Anfrage im Gemeinwesen Probleme lösen im Rahmen ihrer Kapazitäten. Und sie sagte, das hat mit einen Ausschlag gegeben, mich da zu bewerben. Und ich stelle fest, aufgrund solcher Projekte ist eine andere Betriebskultur im Umgang miteinander. Altersgemischte Teams im Unternehmen, Fremden vielleicht, oder da ist es Frage auch Konkurrenzen jetzt, wer verdrängt wen, wenn ich sie in solche Projekte reinbringe, stehen sie vor allen Dingen vor einer gemeinsamen Herausforderung. Job Enrichment, auch das kann dazugehören, zu sagen, ich komme mal aus der Alltagsroutine raus, indem ich etwas anderes mache, was herausfordernd ist. Wertewandel, Verhaltenskodizes, ich bringe nachher ein Beispiel. Das kann man auf Papier schreiben, in Seminare pressen, man kann es aber auch mit Engagementprojekten, solchen Initiativen verbinden. Diversity Management zum Beispiel, Sarah Lee, hatte ich mal ein Gespräch, die sagten, ne, also amerikanisches Unternehmen, wir haben unsere Führungskräfte gescannt, wo kommen die her, von 3 Unis, das ist zu eng. Und sagten, wir wählen bewusst einen Weg des Corporate Volunteering, finden Sie hier auch, also das Unternehmensengagements mit Mitarbeitern, um praktisch diverser zu werden, andere Zugänge, für andere attraktiv zu werden. Nicht monetäre Benefits ist eben auch zu sagen, wie anerkenne ich das bürgerschaftliche Engagement von Mitarbeitern? Gebe ich ihnen da Möglichkeiten, auch flexibel mit der Arbeitszeit umzugehen? Ne, hier Spenden, Stiftungen, Sponsoring bei Unternehmen, bei größeren Unternehmen fängt es sehr an, dass sie bewusster sehen, was habe ich von Spenden? Was sind mal Wirkungen ins Unternehmen rein? Es ist mal die zurückkommende Spendenbescheinigung. Es ist mal das Presseclipping, wo war unser Logo? Wenn ich Mitarbeiter mit einbeziehe, habe ich andere Möglichkeiten. Bis in Corporate Volunteering, von dem ich mich bei dem Thema heute in gewisser Weise abgrenzen werde, das werde ich gleich erläutern. Das ist die Integrity Charter der Hypo Vereinsbank. Ich hatte mal Gelegenheit, mich damit etwas intensiver zu befassen. Sie finden unten die Quelle, dann können Sie es nachlesen. Mir geht es mehr um das Bild. Das sind die Kästchen, was Mitarbeiter zu Fairness, Transparenz, Kunden und Gegenseitigkeit und Vertrauen, also ist ein Gesamtraster, wo Hypo Vereinsbank und UniCredit sagen, das ist uns wichtig. Ich habe mir das mal angeschaut und habe festgestellt, zumindest in diesen Kästchen kann Personalentwicklung mit solch einem Ansatz beziehungsweise Förderung von Mitarbeiterengagement, auch über Auswahlkriterien und Ähnliches, einen Beitrag leisten. Ich will nicht in die Details gehen, wen es interessiert. Ich habe das mal in einem Buchartikel was aufbereitet, den kann ich gerne zur Verfügung stellen. Globalisierung, Employer Branding hatten wir, interkulturelle Trainings, kann ich im Unternehmen machen, aber es kann auch sehr spannend sein, ich gehe sag mal, mit weißen, mittelständischen, protestantischen oder katholischen Männern aus den Unternehmen mal raus ins Gemeinwesen, um die Ecke rum, wo man nie hinkommt, weil man mit dem Auto immer in die Tiefgarage reinrauscht und werde mit fremden Kulturen konfrontiert. Oder ein Personaler sagte mal, auch eine Form von interkulturelles Training, wir bringen die Menschen mal bei, der Mensch im Mittelpunkt, was macht eigentlich den Menschen aus? Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie wahrzunehmen? Meine spontane Antwort war, macht mal was zusammen mit Menschen mit geistiger Behinderung. Das hat mich zumindest auch irritiert, so die Frage, ne, was macht Menschsein aus? Und ich hatte da spannende Erfahrungen bei Leitbildprozessen für die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung unter Beteiligung von Menschen mit geistiger Behinderung. Das fordert und ist eine spannende Lernerfahrung. Diversity ist schon angesprochen, Retention Management auch. Digitalisierung. Gibt es gewisse Ansätze, also interessant ist, wenn es auch um Fortbildung für Führungskräfte im Umgang damit geht, vielleicht dieses hier. Es war meine Inhaberin meines schnell gewachsenen
Outsourcing-Partners, die machten für die Rentenversicherung die ganze Antragsbearbeitung, Telearbeitsplatz. Ich sagte, wir haben zum Teil Leerläufe und wir müssen da Beratung machen im Sinne der Rentenversicherung. Und da kriegen wir zum Beispiel mit, dass Antragsteller was nicht verstehen und so. Wir dürfen denen aber eigentlich keine Hinweise geben. Ne? Wir versuchen es, wir haben eigentlich mehr Kompetenz, als wir da einsetzen können. Ich suche eine Gelegenheit für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo sie ihre Kompetenz einbringen können, zum Beispiel Sozialberatung für eine soziale Organisation, wo sie alle Register ziehen können, was weitergeben können, ihren Arbeitsplatz unter Umständen gar nicht verlassen können, müssen. Könnte ein Ansatz sein. Und Social Media Einsätze, also Umgang mit Social Media, zum Beispiel mal in ganz anderen Bereichen lernen. Okay, das könnten Ansätze sein, jetzt mal von dem Herausforderungskatalog, wo Sie sich wahrscheinlich besser mit auskennen als ich. Und Personalentwicklung durch Engagement, das versuche ich nahezubringen. Es ist eigentlich was Banales, aber zugleich, glaube ich, wichtig, so konzeptionelle Unterschiede festzustellen. Es ist eine Methodik, in dem Sinne nicht Engagement, ist eine Methodik, um Aufgaben aus dem gemeinnützigen Sektor als Lernumfeld und Lernherausforderung zu nutzen. Es ist also ein instrumentelles Verhältnis zu gemeinnützigen Organisationen und sozialen Anliegen. Die Lernprojekte, wenn es den Namen verdienen soll, werden aus den Personalentwicklungszielen, so es sie gibt, abgeleitet. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht in so einem Projekt, Führungskräfte, ich werde das nachher nochmal vorstellen, ich sollte das Projekt, also für so ein Engagementprojekt, das Design machen und dann einen Partner gewinnen, habe gesagt, okay, was sind eure Ziele? Wurde von einer Personaltrainingsfirma begleitet. Ich habe lange gewartet und habe ich mir selbst hypothetisch die Ziele entwickelt, die ich vermutet habe, die dann drinstecken und dann zurückgeschickt. Also von daher meine gewisse Skepsis, ne, sind immer auch Ziele da. Aber in der Tat sagen, was will ich erreichen? Um welche Kompetenzen geht es? Um welche Lernerfahrung? Was will ich genau bearbeiten? Mit welchen Ressourcen? Und danach suche ich. Das werde ich nachher mehr erläutern. Und wichtig ist zugleich, dass es einen Zusatznutzen für die gemeinnützige Organisation stiftet, sonst kriegt man sie nicht wieder. Aber das ist aus Personalentwicklungssicht nicht das Erfolgskriterium, sondern das Erfolgskriterium ist, habe ich die Ziele erreicht? Und wenn der Partner sagt, es hat mir mehr Nutzen gestiftet als Aufwand, gewinne ich ihn auch für eine Wiederholung. Und damit ist es eine effiziente Alternative zu Seminaren, Outdoor-Trainingsplanspielen. Lernen in fremden Welten, ich weiß nicht, wer kennt sich aus so in dem Wohlfahrtssektor, was sich da so tut? Einzelne, ne? Da sind die größten Arbeitgeber Deutschlands bei, ne? Das sind nicht die Konzerne. Das wissen viele nicht. Also wer nicht eine Sozialisation hat, irgendwo in meinem sozialen Bereich sich engagiert zu haben, hat eine Vorstellung arm, bedürftig. Ne, da kommt eine Unternehmensvertreterin in so eine Einrichtung und sagt, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier ein Projekt machen sollen, diese Wände sind sauber gestrichen, die Büroausstattung ist gut, ihnen scheint es ja gut zu gehen. Hier hast du ein Bild von eher elend, ne, armen, schwachen Organisationen. Das sind, je nachdem, wo man sich bewegt, hochprofessionelle Unternehmen, gemeinnützig, das heißt ja nur nicht Privatisierung des Gewinns, ansonsten betriebswirtschaftliche Erfordernisse, Leistungsentgelte, ob die nun Pflegesätze heißen oder wie auch immer, im Wettbewerb, mit aber spannenden anderen Herausforderungen und Aufgaben. Das ist so ein kleiner Themenkatalog, werteorientierte Führung. Also während im Produktionsunternehmen man Werte nahebringen oder entdecken muss, gibt es hier einen Werte-Overload zum Teil. Ne? Oder vom Verein zum Sozialunternehmen, Professionalisierung oder der Führungsstruktur. Man will Probleme lösen, sucht nach gesellschaftlich wirksamen Geschäftsmodellen, Unternehmensentwicklung,
Coaching, Mentoring, sie haben alles Mögliche. Zum Beispiel Personalentwicklung in diesen Organisationen, wenn es darum geht, Personalentwicklung für Freiwillige, da sind sie als Personaler gefordert, weil ihnen etwas Entscheidendes fehlt, das Geld. Der ehrenamtliche Freiwillige ist unentgeltlich tätig, was nicht heißt umsonst oder kostenlos, da ist auch Investition erforderlich. Ich nenne sie auch gerne Gratis-Mitarbeiter, die machen es um des Dankes willen. Wenn sie Personalentwicklungsmaßnahmen entwickeln wollen für diese Zielgruppe, sind sie nochmal ganz anders gefordert und lernen zugleich Wirkungen über Sinn anderer Austauschbeziehungen. Das ließe sich fortsetzen. In den Unterlagen finden Sie dann zwei weitere Folien aus einer Deutschen Bank Research Studie, die mal praktisch diese Branche beschreibt und nochmal eine Beschreibung, was ich gerade vorgestellt habe. Also es ist ein großes Feld, was Unternehmens- oder auch zu gewerblichen Unternehmen nahe Aufgabenstellungen hat, aber zum Teil mit gewissen anderen Effekten. Also wenn Sie soziale Aufgabe gegen Spende verkaufen sollen, ist eine andere Marketing- oder Markttransaktion als Flasche Mineralwasser gegen 2 Euro. Mitarbeit, auch funktionierende Mitarbeit, zuverlässige, ohne Entlohnung, materieller Art, ist eine andere Herausforderung. Also das Feld bietet eine Menge und, soweit ich da einblicke, also meine Faustformel bei, wenn ich recherchiere, ist, sag mal, es gibt, man muss die 5 oder 10 oder vielleicht inzwischen 15% sozialunternehmerisch aufgestellten Organisationen finden, die sind im Grunde reif, auch als Partner in solchen Personalentwicklungsprojekten. Wie entwickelt man das? Es geht von der Personalentwicklungsziel zur Aufgabe und nicht umgekehrt. Ich habe es schon gesagt, das ist im Moment, sagen wir, die große Herausforderung, weil wenn Sie in die Literatur schauen, wo immer, da haben Sie oft Corporate Volunteering in der Personalentwicklung oder das Mitarbeiterengagement, welche Effekte das alles in der Personalentwicklung hat. Ich habe vor über 10 Jahren eine Studie durchgeführt und das ist auch in einem Buch veröffentlicht und ich glaube, ein 40-Punkte-Katalog des Nutzens von Corporate Volunteering. Wo ich heute sagen würde, ja, also das kann man je nachdem alles erreichen. Aber ob man es erreicht, im Konkreten, muss man schauen. Und es war damals nicht unterschieden zwischen intendierten und nicht intendierten Effekten. In der Tat, wenn sich jemand engagiert, findet was auch an Persönlichkeitsbildung, an Kompetenzentwicklung statt, obwohl es nicht das Ziel war. Und es gibt andere, die sagen, ich engagiere mich genau da, nach der Familienphase, ich will wieder einen Job rein, ich will meine Kompetenzen zeigen oder genau das weiterentwickeln und geht zielgerichtet dran. Und es geht darum, das war zum Beispiel jetzt auch mal so ein Aushandeln mit Führungskräften F1-Ebene, da war anfangs, ich sag mal, das Budget 12 Tage über 9 Monate als Einsatzzeit. Dann war nachher die Frage, na, das kriegen wir nicht durch, vielleicht nur 6 Tage, geht das dann noch? Wo ich gesagt habe, wenn ich so prozesshaft oder zielorientiert vorgehe, geht das. Also ich will, weil ich kläre erstmal, was wollt ihr erreichen, was ist das Budget? Und wenn es 3 Tage sind, arbeiten wir mit 3 Tagen. Es gehen nur nicht alle Projekte, die sonst mit 12 Tagen gegangen wären. Also ich muss praktisch das Projekt entwickeln nach den Möglichkeiten, den Rahmenbedingungen. Und es sollte dann auch, so ist es konzipierbar, dass es nachher auch evaluierbar ist, hat es funktioniert oder nicht. Eine exemplarische Abgrenzung zwischen diesem Corporate Volunteering, also Unternehmensengagement mit Kompetenz und Personal, wenn es eher um gesellschaftliches Engagement geht, um Personalentwicklung. Wenn es um Engagement geht, ist am Anfang das Ziel, Förderung gemeinnütziger Organisation, eines gemeinnützigen Anliegens. Zielgruppe, um die es geht, ist die Organisation, der gemeinnützige Sektor, Klientel, das Gemeinwesen. Die Mitarbeiter sind das Medium praktisch für das Engagement mit ihrer Zeit, ihrer Kompetenz. Erfolgskriterien, hat man für die Gesellschaft was erreicht?
Eine Rahmenbedingung ist, dass die Mitarbeiter daran auch einen Sinn sehen, wenn sie an so etwas mitmachen. Sonst kommen sie nicht wieder. Personalentwicklung, Zielentwicklung von Schlüsselkompetenzen, Zielgruppe F1, F2 zum Beispiel, dass die gemeinnützige Organisation ist das Medium, Erfolgskriterium, Kompetenzentwicklung bei den Führungskräften, Rahmenbedingungen, Nutzen für die beteiligte Organisation. Vom Ergebnis, ich zeige Ihnen nachher ein Beispiel, wenn Sie draufschauen und schauen, was wird da gemacht, können Sie das nicht unterscheiden. Sie können es nur unterscheiden, im Grunde, wenn Sie schauen, was war am Anfang, oder wie ist der Prozess, und wenn Sie schauen, nach welchen Kriterien entscheiden Entscheider, ob es wiederholt wird. Ein weiterer Unterschied, also die Idee ist also auch Ihnen, also es ist Einladung zum Wettbewerb, also es in Gesundheit, in die eigene Beratung auch aufzunehmen, eigentlich nahezubringen, dass es eher um bestimmte konzeptionelle Denke geht. Es unterscheidet sich damit, also was es gibt, eine ganze Reihe von Einzelprodukten. Ne? Am bekanntesten Seitenwechsel in der Schweiz mal entwickelt worden. Führungskräfte gehen eine Woche, ich nenne es mal Sozialpraktikum, ne? In eine soziale Organisation, die bekommt da was Geld dafür, weil sie vor allen Dingen die Leute ja begleiten muss, eher Aufwand hat, also eine finanzielle Kompensation. Und die Führungskräfte bekommen Einblick in soziale Lebenswirklichkeit mit interessanten Effekten. Ein Geschäftsführer einer Tankstellen-Servicegesellschaft sagte, er war über Seitenwechsel eine Woche in der Gefängnissozialarbeit, kam da raus. Mitarbeiter sagten hier, den Kollegen müssen Sie feuern. Der ist so auf Alkohol, das geht nicht mehr. Und er sagte, vorher hätte ich ihn gefeuert. Da ich aber jetzt gelernt habe, wo die landen können, dass sowas anfängt, ne? Eine Abwärtsspirale, habe ich das Gespräch gesucht. Der Mitarbeiter war erlöst, weil er wollte schon lange raus, aber er muss dazu Entzug machen, damit muss man sich outen und dann dachte, da bin ich meinen Job los. Die haben ausgehandelt, Entzug, daher nachher nie wieder Alkohol, dann darf er weiter arbeiten, Entzug wird teilweise auch bezahlt, ist so gelaufen. Der motivierteste Mitarbeiter und eine Betriebskultur, wo er sagt, aha, welche Wertschätzung, auch wenn man in die Krise kommt. Ein, man könnte sagen, nicht intendierter Effekt, aber im Möglichkeitsspektrum von Seitenwechsel, aber eines sehr spezifischen Produktes. Es gibt andere, Com-Purpose, Azubi-Team-Aktionen. In der Regel mit spezialisierten Dienstleistern, ne, die unter dem Label das anbieten, wobei Seitenwechsel auch hier vom Konzept, das gibt es als Wechselwirkung, als Switch die andere Seite, Tellerrand, also es ist in dem Vorgehen kopierbar oder reproduzierbar, Sie dürfen nur nicht die Marke verwenden. Personalentwicklung durch Engagement geht es eigentlich darum, die Perspektive zu erweitern in der Personalentwicklung, um diesen Aspekt des Lernens in anderen Zusammenhängen, in realen Lebenswirklichkeiten. Und je nachdem, wo Sie unterwegs sind, ob es um eine einzelne Zielgruppe geht und ein ganzes Programm, schauen, wie kann ich das da integrieren, wo auch dazu gehören kann, dass ich mir Produkte einkaufe, weil es standardisiert ist und genau passt, oder es entwickle. Und vom Prozess her heißt es, ne, nochmal quasi rekapitulierend, ich habe die Zielgruppe der Maßnahme als ersten Schritt, habe das klar. Ihre Situation, was bringen Sie schon mit an Kompetenz? Geht es um einzelne Personen, geht es um bestehende Teams, geht es um unterschiedliche Abteilungen? Verstehen die sich noch oder nicht? Was ist das Budget? Was gibt es an Anforderungen an Ort und Art des Lerneinsatzes? Ne? Bei diesen F1-Führungskräften war es zum Beispiel im Rheinland und in Süddeutschland, ne? Über 9 Monate, so und so viele Tage. Präsenzzeiten im Unternehmen. Dann kann man das Projektdesign machen, was zugleich dann praktisch das Exposé ist für die Ansprache gemeinnütziger Organisation, für die Suche. Dann geht man auf die Recherche und wenn die Frage ist, zum Beispiel, was macht vis-à-vis, da sind wir vor allen Dingen dann unterwegs und hier als Mittler.
Sie haben örtliche Mittler auch. Also wenn ein Unternehmen sehr lokal verankert ist, wird das zum Beispiel auch von lokalen Freiwilligenagenturen gemacht, sofern sie dann auch einen Schwerpunkt haben im Bereich Unternehmensengagement. Also in Köln sind die unterwegs, Mülheim an der Ruhr, Hamburg, einige weitere beherrschen das. Die brauchen aber in der Regel hier das Briefing. Das kann aber auch von Ihnen kommen, wenn Sie sich was auskennen. Auswahl und Briefing der Partnerorganisation, Briefing der teilnehmenden Mitarbeiter. Hier vielleicht ein Aspekt, was zum Teil dann in der Diskussion ist: Ist das freiwillig oder nicht? Wenn es um Unternehmensengagement mit Mitarbeitern geht, ist es eigentlich immer freiwillig. Sie haben Leute, die sagen, das muss generell freiwillig sein. Ich würde sagen, Personalentwicklung. In dem Maße, wie Sie Führungskräften verordnen können, dieses oder jenes zu machen, können Sie auch das verordnen. Und dann haben Sie da, sagen wir, eine Gruppe vor sich sitzen mit einem Spektrum von Reaktionen. Strahlen auf dem Gesicht, weil sie sich schon engagieren und plötzlich sagen, ah, dass das auch jetzt so genutzt wird oder wertgeschätzt wird. Interessiertes, offenes Gucken und ein Teil, was soll der Scheiß? Und danach verschiebt sich das. Was soll der Scheiß? Kommt zum Teil von Leuten, die das Feld nicht kennen. Und danach, wenn sie es mal kennengelernt haben, sieht das zum Teil anders aus. Dann kann man das Projekt durchführen, je nachdem mit externer Begleitung, evaluieren, welche Lerneffekte für die Mitarbeiter und Nutzeffekte für den gemeinnützigen Partner. Drei Beispiele. Finanzdienste Köln heißen heute anders. Mittelständischer Finanzdienstleister, erfolgreich gewachsen, inzwischen 60 Mitarbeiter, Innendienst, Außendienst. Die Wir-Kultur, das Familiengefühl war verloren gegangen. Innendienst und Außendienst haben noch kaum noch miteinander geredet. Da war die Idee des Geschäftsführers, kann man das nicht irgendwie mit so einer, er hatte zwei Ideen, also was für diese Kultur zu tun und auszuloten, inwieweit auch generell eine Bereitschaft ist bei Mitarbeitern, sich mit dem Unternehmen gesellschaftlich zu engagieren. Daraus gekommen ist ein, hier ist es nochmal beschrieben, ein Aktionstag im Zirkus- und Artistikzentrum in Köln. Da wurden Zäune gestrichen, das war so die Aufwärmphase, eine behindertengerechte Rampe gebaut, dieser Boden wurde abgeschliffen. Da hat dann, sagen wir mal, der Geschäftsführer mit dem IT-Menschen zusammen gehobelt und wurde von dem IT-Menschen angeleitet, weil der war nämlich auch ausgebildeter Tischler und konnte immer sagen, wo es lang geht. Es gab eine Nachbefragung, ziemlich kurzfristig danach, wo sich herausstellte, dass für einige das was ganz Neues war. Es war eine Nachbefragung auch zukünftig so ein Engagement, ja, interessant. Es gab eine Nachbefragung auch des Geschäftsführers, wie war, ist es mit der Kultur? Und er sagte, ja, auch nach einem Jahr, ja, man redet immer noch über das Projekt und miteinander auch an anderen Stellen, weil man in gemischten Teams zusammengearbeitet hat und eine Erfahrung gemacht hat, außerhalb der Arbeit, die aber praktisch Impulse und gemeinsames Thema in der Arbeit gibt. Also interne Überzeugungsarbeit. 47 Mitarbeiter waren beteiligt, hat etwa 6.000 Euro Sachkosten gekostet. Zusammengehörigkeitsgefühl wurde gestärkt und verbesserter Kontakt untereinander. Lernen in fremden Welten auch mal der anderen Art. Kompetenzeinsatz. Mitarbeiter Oppenheim Pramerica, Kapitalanlagegesellschaft, gehörte damals zumindest zu Großteil Saale Oppenheim, was ja inzwischen von der Deutschen Bank aufgekauft ist. Die haben dann mal ein Fundraising und einmal ein Marketingkonzept für eine Obdachloseneinrichtung an einem Tag erarbeitet. Sie können hier nicht auf Anhieb sehen, wer ist aktuell oder Ex-Obdachloser, wer ist Ehrenamtlicher, wer Hauptamtlicher aus der Einrichtung und wer sind die Oppenheim-Pramerika-Leute. Die haben zusammen ein Konzept erarbeitet, was auch nachher umgesetzt wurde jeweils. Und da ist dann, sagen wir mal, die Marketingleiterin voll im Marketing denke und spreche, überlegt gemeinsam und leitet das an, wie schaffen wir es im Spendenmarkt, diese Organisation so im Wettbewerb zu positionieren, dass erfolgreich das Geld für die Winterhilfe zusammenkommt.
IT-Leute aus dem Unternehmen waren dabei, andere mit auch hohen nicht intendierten Effekten. Also es um das Marketingkonzept für die Obdachlosenzeitung ging, kam mittags ein Obdachloser rein, der immer als Bank-Extra-Verkäufer vor Saal Oppenheim vor der Bank verkauft hat und dann rausgeplatzt ist und gesagt, ihr lauft immer an mir vorbei, ignoriert mich. Wo dann ein Chefe da saß und sagt, ja, ich bin auch schon an dir vorbeigelaufen, weil. Die sind sich aber nicht an den Kragen gegangen, sondern es fand, das war interkultureller Dialog und voneinander lernen, war aber nicht inszeniert, konnte man nicht vorhersehen, aber spannende Effekte. Das dritte, Führungskräfteentwicklung bei RWE, Systems and Energy, in der Regel immer mit folgender Ausgangssituation, junge Potenzialträger bis 35, Potenzial zum Abteilungsleiter, wurden vorbereitet in einem anderthalbjährigen Programm von Team- und Projektmanagement zu Team- und Projektmanagement und sollten in der Zeit immer 15 Leute mit 4 Tagewerk im Budget pro Nase an einem Projekt arbeiten, was anfangs aus der Unternehmensschublade kam und da wieder verschwand. Und ausgelöst eigentlich von Teilnehmern wurde gesagt, kann man das nicht mit sozialen Projekten verbinden? Und das ist das Ergebnis. Also in dem vorhin geschilderten Prozess wurden praktisch Projektaufgaben, reale, recherchiert, die auch nachher real umgesetzt wurden. Und dazu gehörte dann, also die Führungskräfte sollten qualifiziert werden, also mit einem 60-Tage-Werke-Budget, mit einer Projektstruktur, Projektleitung, wer hat den Kundenkontakt, wurden zum Beispiel also für die unterschiedlichen Einrichtungen ein Controlling-System auf Excel-Basis für die Suchthilfe. Was so gut gelungen ist, dass die Stadt Essen es dann gerne für andere Einrichtungen hatte. Angepasst an die Situation, dass die Suchthilfe 10, 15 verschiedene PCs hat, unterschiedliche aktuelle Windows-Versionen und nicht mehr als Excel. Also man nicht einfach das Controlling-System von RWE mit Risikomanagement implementieren konnte. Leistungsdokumentation, Managementsystem, Unternehmensentwicklungskonzept für den ambulanten Hospizdienst der AWO, die vorher schon mal eine Unternehmensberatung beauftragt hatten, von diesem Team ein 300-seitiges Unternehmenskonzept-Handbuch bekam, wo die AWO sagte, das ist praxisnäher, wirksam als das, was vorher die Unternehmensberatung gemacht hat. Aus Sicht der Personalentwicklerin, ne, sagte, es ist kein Planspiel, sondern sind reale Aufgaben, ist ein entscheidendes. Die Fachkompetenz wurde entwickelt, auch soziale Kompetenz und sagen wir, auch Beurteilungsvermögen in sozialen Fragen und Veränderungskompetenz auch entwickelt, was auch für den Konzern interessant war. Und sie sagt, ne, soziale Organisationen bieten ideale Lernfelder. Solche Projekte sind starke Instrumente und nicht nur eine Nachwuchskräfteentwicklung. Also sie können über alle Hierarchieebenen und alle Gruppen das machen. Soweit das Ansatz des Lernens in fremden Welten. Und vielleicht als Abschluss oder Übergang oder Ermutigung, also streng genommen, ich habe das jetzt bei diesem geförderten Projekt gemerkt, da ging es darum, wie werde ich tariflich eingestuft, nach Aspekten öffentlicher Förderung kann ich nichts, weil ich habe Abitur und danach zu viel anderes gemacht. Bin also ein praktisch Gebildeter. Ich habe vieles von dem, was ich nachher beruflich gemacht habe, gelernt als Organizer an der Friedensbewegung, so 70er, 80er Jahre. Ich habe eine Großdemo und Kundgebung organisiert und danach dann erfahren, was der DGB da für Agenturen für beauftragt, um das Gleiche oder zu realisieren. Ich habe Pressearbeit gemacht und danach gelesen, wie man es macht. Also ich bin jemand, der aus dem praktischen Tun und Engagement viel rausgezogen hat, was mich auch ermutigt, diesen Ansatz weiter zu verfolgen. So, jetzt sind Sie dran. Gibt es noch Fragen? Ich bin erfreut, dass der Seitenwechsel zur Sprache kam, weil ich bin Miterfinder des Seitenwechsels. Schon bald 20 Jahre beteiligen wir das Programm und machen ähnliche Erfahrungen an der Sie haben das auch richtig dargestellt, aber das ist ein Einzelprogramm für Führungskräfte.
Und die Erfahrungen sind auch sehr positiv, dass die in diesem fremden Umwelt wesentliche soziale Kompetenzen entwickeln. Das ist sehr, sehr fruchtbar. Wie reagieren denn die Menschen in den Organisationen auf diejenigen, die jetzt mal entwickelt werden sollen? Ja, auf der gemeinnützigen Seite. Also wenn es dann zueinander kommt, dann reagieren die nur positiv, weil nur die ausgewählt werden, die da die richtige Denke haben. Also sie haben also bei der Recherche auch genug Leute, die sagen, was? Die sollen mich in Ruhe lassen, sollen Geld geben, das ist gut. Oder Angst, was heißt das? Soll uns jetzt Konzerndenke im Management nahegebracht werden? So. Aber zum Beispiel bei dieser Obdachloseneinrichtung, die haben wir mal gefragt, das ist ja einiges an Personalkosten und so, ne? Wäre es nicht besser, das Geld zu bekommen? Die Geschäftsführerin sagte, nein. Das, was wir an Impulsen da erfahren, auch an Kontakten, ne? Also was auch darüber hinaus geschieht, das ist viel reichhaltiger, möchte ich nicht darauf verzichten. Also das ist dann mal bei der Recherche die Herausforderung, die richtige Denke zu finden. Und ich habe anfangs, bin ich oft so, dachte unter Effizienzgesichtspunkten, habe so bei Verbandsgeschäftsstellen, ne, sag mal Landesdiakonie angefragt, ne, und da kommen sie nicht weiter, weil die machen nicht dieses Werturteil oder sag mal Potenzialeinschätzung, die sagen, alle unsere Organisationen sind gut. Schon eine Herausforderung, sich auch auf Augenhöhe und nicht in so einer mildtätigen Haltung gegenüberzutreten. Das ist ja dann eher schwierig. Denke ich, ist für beide Seiten, auch für die Vorbereitung wichtig, auch derer, die in das Projekt reingehen. Ja? Also das ist auch ein Teil, sozusagen, der Vorklärung mit der gemeinnützigen Seite, auch zu sagen, hier verliert nicht euer Rückgrat und auch oft zu vermitteln, wo ist das Potenzial, was ihr zu bieten habt. Ihr seid ein Unternehmen, aber der anderen Art. Und es ist im Grunde in der Tat das Lernen in anderen Welten und nicht jetzt von den Armen. Also eine Gleichberechtigung in der zu bewältigenden Aufgabe geben, ja, mit unterschiedlichen Kompetenzen. Also das stelle ich mir sehr spannend. Ja, im Seitenwechsel machen wir die Erfahrung, dass diese Hemmung am Anfang da ist, oder? Also da gibt es zwar die Gefahr, dass man sagt, ja, die sozialen Institutionen, die brauchen nicht mehr Hilfe aus dem unternehmerischen Bereich. Dafür wollen wir aber auch Dankbarkeit von euch haben. Ja, ja. Und dann ist der positive Effekt, dass viele Leute aus den Privatfirmen, die dann eine Woche in einer sozialen Institution gearbeitet haben, zurückkommen und sagen, die machen einiges besser als wir. Also wir haben mehr gelernt von denen als umgekehrt. Also auch wenn die sagen, ja, ich konnte denen ein paar Tipps geben, wie sie ihre Buchhaltung besser organisieren können oder wie sie ein PC-Programm, aber umgekehrt ist der Effekt eher größer, dass sie sagen, ich habe mehr gelernt, was die sozialen Institutionen besser machen, als wir in unserem hochstrukturierten, modernen Unternehmen. Vorhin war ein Vortrag, ich weiß nicht, bei Ihnen oder der Vorrednerin, so die harten und die soften Faktoren. Ich habe das für mich dann mal übersetzt. Die harten, das sind die komplizierten, die Buchführung, und die soften, das sind die komplexen. Zwischenmenschliches, ne? Man kann nicht in die Köpfe schauen, Motivation, ne? So, das ist soft, aber hochwirksam. Und in der Tat, ich glaube, die sozialen Organisationen, gemeinnützigen Organisationen, sind im Grunde Profis in diesem komplexen, soften Bereich. Also wie binde ich Ehrenamtliche, die kein Geld kriegen, oder haben demnächst ein regionales Treffen, Freiwilligenkoordinatoren bei der Ronald McDonald Haus in Köln. Ein hochperfektes Freiwilligenmanagement. Die betreiben, ne, in Kinderkliniken quasi Hotel für die Eltern. Mit einem hauptamtlichen kleinen Team, aber der eigentliche Service wird rein von Ehrenamtlichen gemacht. Gibt es ein dickes Handbuch, ist ganz klar, 3 Stunden die Woche, nicht mehr, nicht weniger, Schichtbetrieb, so. Sehr erfolgreich. Die kriegen kein Geld. Gibt es schon Incentives, eine Sternfahrt und sowas,
Aber wie gelingt das? Ne? Und als Sie vorhin sagten, ne, die Dezentralisierung der Organisation, ne, sagen wir, für RWE ist das auch ein Thema oder so Konzerne, wie schaffe ich so im Konzern den Zusammenhang? Ne, nehmen Sie eine Caritas oder Diakonie oder Rotes Kreuz, ne, große Organisation. Aber ich hatte mal ein Gespräch bei den PR-Menschen des Generalsekretariats des Roten Kreuzes, weil ich was Material wollte für ein Seminar mit einem Kreisverband. Der sagte, bezeugen Sie die doch mal, dass Sie unsere Kommunikationsmedien nehmen. Also kein Durchgriff. So, wie schaffe ich Zusammenhalt in solchen Organisationen ohne Durchgriff, ohne materielle Incentives, ohne die Möglichkeit, den Geschäftsführer vor Ort zu feuern, wenn er nicht gerade gegen die Rotkreuz-Konvention verstoßen hat. Also ich glaube, da kann man eine Menge lernen. Also. Vielen Dank, ein sehr schönes, ein sehr, sehr gutes Bild von diesem Prozess, der ja hinführt, dass dieser Tag, diese Tage, dieser Lernprozess stattfindet. Und fand auch so dieses, das hat es gebracht an sich, weiß ich schön. Was mich jetzt noch interessiert ist, wie ist dieser eigentliche Lernprozess des Projektes begleitet, unterstützt, reflektiert unterwegs? Oder ist es tatsächlich so, die machen das und machen das alleine mit den Partnern zusammen und hoffen drauf, also, dass es gut geht, gut läuft und der Lerneffekt sich als Erkenntnis einstellt? Also es ist sehr unterschiedlich. Bei RWE wurde es von Coverdale zum Beispiel begleitet, ne, das waren die Personaltrainer. Ich bin im Grunde immer nach der Briefing-Einheit war ich raus und war dann bei der Schlusspräsentation wieder dabei und habe aber auch danach auch von gemeinnütziger Seite keine Klagen gehört, es hat funktioniert. Begleiten ist eine Herausforderung, also Seitenwechsel, hatte ich mal ein Gespräch mit einer Beraterin in Deutschland, die auch die an Evaluation beteiligt waren und berichtete von Seitenwechselteilnehmern oder Switch, also ist ja so ein Derivat, die sagte, die danach richtig Probleme hatten, die in einer Einsatzstelle waren, wo sie richtig gefordert wurden und wo offensichtlich keine Nachbegleitung war. Das ist, sag mal, Seitenwechsel, das war in Deutschland immer ein Gerangel, tritt sehr mit einem hohen Anspruch auf, sondern ist Personalentwicklung. Es ist aber sehr unterschiedlich, ob es wirklich dann so systematisch begleitet wird. In der Tat, Seitenwechsel lebt ja eher von der Konfrontation mit sozial ungewohnten Situationen. Da würde ich sagen, da muss es dazugehören, eine Vorbereitung, Nachbereitung. Und eine Frage zum Beispiel da, wenn Sie es freiwillig machen, wären das vor allen Dingen Menschen, die es nicht unbedingt brauchen? Wenn Sie es verpflichtend machen, haben Sie andere Probleme, ne, wenn jemand mit Widerwillen hingeht? Ne, also da muss ich Überleitung machen. Also es braucht die Begleitung, sie ist aber nicht immer gegeben. Wir lassen Menschen hospitieren im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen, die wir begleiten. Die gehen dann zum Beispiel auch zum Paritätischen Wohlfahrtsverband. Die haben bestimmte Entwicklungsziele, die wir aus dem Orientierungscenter abgeleitet haben. Wir begleiten die ganze Zeit und wenn die wiederkommen, auch aus solchen Einrichtungen, dann präsentieren die vor der Gruppe, stellen ihre Ergebnisse vor und sie schreiben uns eine Art Mini-Reflexionsbericht, für den wir gar keine größeren Vorgaben machen, sondern wo sie einfach ihre Zeit dann nochmal reflektieren, darauf achten wir, dass wir es kriegen. Und das lesen wir natürlich und gehen auch die Leiterei nochmal ins Gespräch. Das ist auch ein und das kann sein, von übertrieben den Bericht zur Kenntnis nehmen, schon in der Gruppe gehört haben, das ist alles ganz gut und nicht das Signal haben, gibt es irgendwie noch Nachbesprechungsbedarf über. Da muss man nochmal hingucken. Und übrigens, eins wollte ich verstehen, das finde ich auch so witzig. Bei uns gibt es ein Sozialkaufhaus in Hannover, und natürlich betriebswirtschaftlich geführt wird. Und obwohl wir eine Kommune sind, ist das für viele so eine Überraschung, dass die dann nach klaren Regeln geführt werden, dass es da ganz klare Spielregeln gibt, obwohl die Menschen da eingliedern in den Arbeitsmarkt, die auch rausfliegen, wenn sie sich dann an die Regeln halten. Also es ist ein ganz toller Effekt auf ganz viele Ebenen. Gerade was in den Sinn, ich arbeite bei der Lufthansa mit in einem Team, die kennst du von der Swissair wahrscheinlich auch, diese Krisenintervention machen. Das ist eine innerhalb der Organisation eine gemeinnützige Arbeit, nämlich sogenannte Special Assistance Team Member, die Menschen in Belastungssituationen helfen. Ist schon für mich als Berater so, ich schlüpfe aus meiner Rolle raus, weil ich eben auch in diesem Team zur Verfügung stehen muss, wenn das Telefon klingelt und was passiert. Interessanterweise, das ist nämlich das Thema, wie führe ich Menschen, die ehrenamtlich arbeiten. Es ist sozusagen, wir sagen auch mal, das ist eine freiwillige Arbeit, ja auch nicht, das
machen die Menschen alle freiwillig, da wird keiner dazu gezwungen, innerhalb der Organisation, die machen das, weil sie Sinnstiftung wollen. Insbesondere wenn es Zeiten sind, wo es in der Firma nicht so gut läuft, ist es da, ich will dann auch innerhalb der Firma was machen. Was das Dilemma ist, ist, diese Menschen in dieser Freiwilligkeit, und das ist nämlich eine Herausforderung, zu führen. Das ist innerhalb einer Struktur ganz schwierig, weil sie ja sagen, wenn ich in eine gemeinnützige Organisation reingehe oder wenn ich ehrenamtlich arbeite, wie führe ich da? Und das ist für die internen Personalentwickler und auch für die Führungskräfte, die für diese Teams verantwortlich sind, eine totale Herausforderung, eben nicht mehr, also sogar innerhalb der Organisation, nicht mehr mit den klaren Regeln, du machst dieses oder jenes für, ich muss praktisch das Überzeugung machen, ich muss sie immer wieder neu gewinnen, es muss sich immer wieder lohnen, ich darf sie nicht dafür bestrafen, dass sie da freiwillig mitmachen, also die Rahmenbedingungen schaffen, das waren so diese ersten Folien, die sie auch genannt haben, das hat mich da sehr daran erinnert und habe da eben auch gemerkt, dass innerhalb der Organisation 1200 Menschen, die sich über alle Hierarchien freiwillig da engagieren, das zeigt, Menschen wollen das Sinnstiftendes in Organisationen machen. Die eher so ambivalent sind, sagen, wir wollen ja nicht, dass was Schlimmes passiert, sondern wir wollen auch mal helfen, weil sie quasi eher immer weiter qualifiziert werden. Und da, das ist für mich auch nochmal so ein Ausdruck dafür, ja, Menschen wollen sowas, wollen genau sich auch engagieren. Das ist ein großer Handlungsbedarf für Sie als Berater, weil zu lernen durch Engagement. Es gibt ganz wenige, es gibt, ich glaube, zwei Vorträge oder Vortragende. Ich bin einer von den beiden, die sich systematisch auseinandersetzen mit Kündigung im Ehrenamt. Der andere ist Carlos Stemmerich, war früher bei der AIDS-Hilfe. So, und wie werde ich ehrenamtlich los? Das ist Tabu. Ja, ne? Und das ist eine große Herausforderung, zum Beispiel für Personalentwickler zu sagen, machen Sie mal ein Engagementprojekt. Wenn das gelungen ist, ne, dann kommen Sie bei anderen im Freiwilligenmanagement als bezahlter Berater wieder rein. Das sind die, sagen wir, Marketing-Wechselwirkungen zwischen Engagement und Geschäft. Ja. Nochmal über diese Information, haben Sie da was veröffentlicht oder geschrieben? Zu dieser, wie werde ich, zur Kündigung? Ja, also dieser Umgang miteinander wechseln. Oder? Ich hab da eine Präsentation, so müssen wir schauen. Ich kann Ihnen da was schicken. Also ich glaube, weißt du, doch, die Präsentation ist, die kann ich Ihnen schicken. Ich weiß nicht, also ich habe nicht alles dazu auf der Website. Sie hat nicht gemeldet? Ne, sieht man es jetzt. Also wenn Sie das sagen, muss man eben auch Partner finden, muss das können. Ich habe eine kleine Firma und klassischerweise könnte man sagen, ich habe Sprachschule. Und ich hatte eine Englischlehrerin, die auch Sozialarbeiterin war. Und über eine Sachspende zu einer Organisation gekommen, die mit Kindern aus schwierigen Verhältnissen arbeiten. Und ich wollte da Nachhilfe anbieten, ja, dass die Kinder kommen können, hier mit der Frau, die Engländerin ist, Deutsch kann, die Sozialarbeiterin ist, dass man da eine englische Nachhilfe macht. Das hat nicht funktioniert, weil wir das organisatorisch nicht hinbekommen. Also auch die Sozialpädagogen und Sozialarbeiter, die da waren, da war niemand in der Lage, mit mir zu kommunizieren und zu sagen, okay, wir machen das mittwochs von, keine Ahnung. Das ist einfach dann auch im Sande verlaufen und ich habe die auch, ich habe einmal im Jahr eine größere Einladung, wo ich auch eingeladen habe, dazu zu kommen, ich hätte auch die Gelegenheit gegeben, sich zu präsentieren und ich habe nie eine Reaktion bekommen. Und deswegen ist es wirklich, glaube ich, ganz entscheidend, dass man jemanden findet oder Einrichtungen findet, die auch mit einem so kommunizieren können, dass man das, was man machen möchte, auch tatsächlich überhaupt realisieren kann. Sie wollen noch eine private Anmerkung, also für eine Kündigung im Ehrenamt, ich würde weitergehen, Eichmann fürs Ehrenamt. Ich habe über 10 Jahre in der Justizvollzugsanstalt in Hannover ehrenamtlich gearbeitet und habe mit null Kompetenz gefunden, eine Gruppe für Gewaltstraftäter mit einer Jugendpädagogik geleitet. Ich musste dann eine halbe Seite, warum will ich ehrenamtlich da arbeiten und was? Und das ist Unverantwortlichkeit der Organisation. Unverantwortlich. Und dann habe ich damit auch noch geworben. Also ich finde, das ist auch ein total riesiges Tabu. Also ich meine, es hört jetzt nicht ganz hierher, aber ich finde, wenn man sowas macht, darf man auch über sowas Wir können das so sagen, Organisationen haben dann, also gemeinnützige Organisationen hohen Entwicklungsbedarf und das kann zum Beispiel für Personaler aus Unternehmen oder für Personalberater ein spannendes Feld sein, also zwischen, sagen wir, zum Reinkommen, sich engagieren und als Geschäftsfeld, weil das nimmt als Thema zu, Professionalisierung, Freiwilligenmanagement, was aber in der Regel unterhalb der Führungsebene endet,
Was relativ neu ist, ist die Frage Vorstände für ehrenamtliche Führungskräfte. Was auch in den USA, wo professionelles Freiwilligenmanagement weiter ist, wo sie auch genau eine Unterscheidung haben. Nochmal, Führungskräfte ist eine andere Frage von Rekrutierung und Bindung. Hoher Handlungsbedarf. Also, und wenn da zum Beispiel Personal aus dem Unternehmen, ne, sich das anschauen würden und man dann gemeinsam rangeht, also da, das ist dann wirklich so diese klassische Win-Win. Ich lerne Personalentwicklung anzuwenden in einem ganz anderen Bereich. Die Organisation hat was davon. Und ich lerne von der Organisation ganz andere Elemente, ganz andere Motivationsstrukturen. Das ist auch das, worauf ich vorhin gezielt habe, ist meine Begleitung von diesem Lernprozess. Weil hier im Moment der Fokus ist darauf, wir begleiten den Lernprozess unserer Personalentwicklungsmaßnahme als Sender in das Projekt. Aber und sehe das andere eher als so einen konkreten Nutzen, wie jetzt haben wir Buchhaltung besser organisiert oder das Marketingkonzept ist aufgestellt. Aber es besteht ja genau die Spiegelung davon, die lernen ja auch und betreiben Personalentwicklung in dem Moment mit den Partnern. Und da war ich wirklich auf der Suche, wie findet das statt und wie findet das auch im begleitenden Rahmen. Also das steckt in dem drin, dass ein notwendiges Qualitätskriterium ist, dass am Ende das Medium sich nicht missbraucht fühlt und in der eigenen Bilanz einen Mehrwert hat. Und das funktioniert nur, wenn, also sagen wir, respektvoll, also vom Stil angefangen, respektvoller Umgang, mein Problem ist gelöst, ich bin weitergekommen, bis hin nicht intendierte Effekte bei Personalentwicklungsprojekten, ist, dass einzelne der Mitarbeiter nachher hängen bleiben. Zum Beispiel bei dem ambulanten Hospizdienst sind 2 der 15 Fördermitglieder geworden und haben dann bei der Präsentation gesagt, und in einem Jahr kommen wir gucken, was habt ihr daraus gemacht, ne? Verfolgen es weiter. Aber nicht Ziel des Projektes, aber ein sehr begrüßenswerter, nicht intendierter Effekt, der auch immer wieder auftritt, wo man auch bei Seitenwechsel, glaube ich, Untersuchungen gibt, wie viele halten nachher den Kontakt zur Einrichtung, was aber nicht das Ziel des Projektes. Ja, also es ist genau nur keine Frage, sondern nochmal die Verstärkung davon zu sagen, ich kann mir sogar vorstellen, dass das wichtig ist, dass die hier Entwickelten in der Maßnahme eben nicht nur diesen Nutzen für den Partner sehen, den sie konkret gestiftet haben, sondern dass das spannend ist. Also ich habe sowas Ähnliches in einem, das war gar nicht als solches Projekt intendiert, war pro bono Arbeit und dann kam hinterher, wir haben nicht nur das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit, sondern wir haben dabei auch das Tool, wie hat die Arbeit funktioniert, erlernt. Und wenn das noch als Rückspiegelung aus dem System kommt, dann ist es natürlich auch gleichzeitig nochmal eine ganz andere Wertschätzung für den Prozess bei den Beteiligten, als wenn sie nur in Anführungszeichen diesen konkreten Nutzen für die Organisation sehen. Das haben wir da hingeliefert. Als letzten Hinweis, Sie finden es an den Unterlagen, wenn Sie, hier haben Sie ja die Website, wir haben so 2 Projektwebsites, das ist zur Personalentwicklung, wenn Sie auf die hier gehen, gemeinsam wirken, das ist eigentlich mehr die gesellschaftlich engagierte Seite, Thema Kooperation und Netzwerken und zum Beispiel, was braucht es auf beiden Seiten. Da gibt es Inspiration, da gibt es auch ein Newsletter und in dem nächsten werden 3 Interviews sein, eine mit Professor Adalbert Evers, praktisch, was sind so die neuen Logiken in solchen Kooperationen, was braucht es von gemeinnütziger Seite Kommune, mit der Frau Daum von Randstadt, die bei einer Unternehmensinitiative wie in der Arbeitsgruppe Corporate Volunteering ist, was bringt das und was braucht es gegenseitig, um mit der Frau Dr. Hilgenstock von RWE zur Wirkungsorientierung. Also da kriegen Sie, das ist sag mal, die breitere Nummer, wo ich auch mit Visavidram auch beteiligt bin. Ich habe also versuche, das Personalentwicklung eng zu fokussieren und genau abzugrenzen, weil die Wahrnehmung ist, dass bisher Personale oft reserviert reagieren, weil sie das Gefühl haben, ihnen soll Engagementförderung aus dem Personalbudget rausgeschnitten werden oder sagen wir untergejubelt werden. Und dann wird gesagt, das bringt doch auch was für die Personalentwicklung. Und der Ansatz ist, wenn ich also die Hypothese, ich bin selbst kein Personalberater, also eher das ist, suchen auch da die Kooperation, in dem Projekt macht auch eine Personalerin mit. Es ist eher wirklich nahezubringen, wann macht es für Personalentwicklung Sinn und Personaler auf den Geschmack zu bringen, sich in diese Richtung zu öffnen.